Hi, heute würde ich mich mal gerne über das Wesen des Bubels unterhalten. Ist ja ein sehr kontroverses Thema und wird sehr emotional debattiert auf dem Internet. Ich verstehe nicht ganz, warum das so ist, weil eigentlich ist es relativ klar, was der Bubel ist und was er können sollte. Wenn man sich mal ein bisschen Zeit mit den Hunden verbracht hat, ich habe jetzt vor 22 Jahren mit dem Bubel angefangen, ich habe das 10 Jahre im großen Stil gemacht, ich habe hunderte Hunde besessen und die im Rudel gehalten und konnte mir eigentlich in Ruhe angucken, was diese Hunde tun oder nicht tun, was sie können oder nicht können. So, der Bubel ist ein ganz fantastischer Hund, wenn er für das verwendet wird, wofür er gezüchtet wurde. So, jetzt ist nur die Frage, wozu wurde er denn gezüchtet? Und dann kommt dann ganz gerne dieses Wort, es ist ein Working Dog. Ja, stimmt, ist einer. Aber was bedeutet denn Working Dog beim Bubel? Weil wenn ich Working Dog höre, dann sehe ich gleich einen Mann mit, oder Frau mit dem Hund an der Leine, die dann Mannarbeit machen oder irgendwelche Kunststückchen, hat irgendwelche einstudierten Abläufe. Und das soll einem dann als Working Dog verkauft werden. Ist ja bei anderen Rassen bestimmt gerechtfertigt, aber ist das beim Bubel jetzt so? Ich war lange in Afrika, ich hatte die Ehre, diese Züchter von früher alle persönlich kennenzulernen und mich mit ihnen zu unterhalten, ihre Hunde öfters zu sehen, wie die sich entwickeln. Also ich rede jetzt, ich habe Mispa, Egoli, Eisterberg, Piona, Cabaret, Dopper, Afrika Burbuls, Donkerhook, Wachsam, ich kenne sie alle. So, wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, dass die Rasse davon abhängig war, dass diese Züchter dem Hund an der Leine Kunststückchen beigebracht haben, einer davon kann dem Hund beibringen, an der Leine zu laufen. Ein einziger. Und auch Kunststückchen, das konnte der auch, leider lebt er nicht mehr. Alle anderen konnten das nicht, ihre Angestellten können das vielleicht mit dem Leine laufen. Aber weiter geht das dann auch nicht. Also wenn die Rasse von diesem Kunststückchen an Eintrainierten abhängig gewesen wäre und dann gewisse Härtetests und was man da so machen kann, dann wird es heute keinen Bubel geben. Und ganz ehrlich gesagt, dann wäre für das, wo ich den Hund für halten will, auch überhaupt nicht tauglich. So, was ist denn dieser Working Dog beim Bubel? Was ist er? Und das ist so, das ist ganz einfach. Die Funktion des Bubels ist, ich muss auf Grundstück und Familie aufpassen, während ich den täglichen Ablauf einer Farm nicht störe. Und dafür brauche ich ein paar Sachen. Ich brauche ein starkes Sozialverhalten, damit der Hund sich frei bewegen kann. Der muss nicht an der Leine sein, der muss nicht hinter einem Zwinger sein, der muss nicht an der Kette sein, der muss sich frei bewegen können, sonst kann er nämlich auch nicht schützen. Er braucht ein wirklich gutes Verständnis von wer ist Freund und wer ist Feind. Und dann brauche ich einen Schutztrieb, wenn es dann notwendig ist. So, und er braucht das. Und das ist das, was der Bubel ausmacht. Er braucht ein extrem starkes Sozialverhalten, kombiniert mit einem ausgeprägten Schutztrieb, der angebracht eingesetzt wird. Nur menschliche Verständnisse, wann das angebracht ist oder nicht, die können sich auch noch trennen. Aber wenn man genau hinguckt, das passt schon. Und das ist das Wesen vom Bubel. Wenn ihr einen starken Bubel haben wollt, müsst ihr Sozialverhalten mit Schutztrieb kombiniert züchten.